R-E-W-I-N-S-I-D-E. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Hier bin ich Freunde von Krachzeck, Petre Dame Nackholm. Was geht, Dicker? Greif mir wieder in meine Ohren. Ey, Leute. Erstmal nicht wundern, warum mein Auge so rot ist. Zweitens nicht wundern, warum Petre dabei ist. Und drittens nicht wundern, warum ich so kaputt aussehe. Denn ich habe mich gerade ein bisschen aufgeregt, Leute. Denn ich habe gerade die ganze Folge schon mal aufgenommen. Und dann ist mir aufgefallen, oh shit, OBS hat einfach mal nicht aufgenommen. Ja, moin. Was geht jetzt hier ab? Hallo? Ja, irgendwas funktioniert hier wieder nicht. Ist mir jetzt auch egal. Petre, pass mal auf. Petre, Digga. Jemand hat... Und deshalb bist du jetzt auch dabei, Patrick, bei uns TNT platziert und ist zu weit gegangen. Auf dem Grund, Leute, bei mir oben. Ich kann euch leider keine Game-Aufnahme zeigen, sondern nur meine Facecam. Schaut es euch einfach mal an. Oh nein, 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 oh nein. Diese kleinen. Och Mann, Junge! Ihr habt's gesehen, Leute. Hier vorne stand ein Geschenk mit TNT drinne. Patrick. Ja, das weiß ich. Schau mal hier. Petrit, hier vorne, das hier ist unser Grundstück von uns beiden. Ich weiß. Das heißt, Petrit. Naja gut, also mein Grundstück geht bis hierhin, ne? Ja, bis hier. Ja, aber Petrit, du bist im gleichen Boot wie ich, Dicker. Naja, also. Ey, Petrit. Das war ein Anschlag auf mein Grundstück, weil mein Grundstück geht bis hierhin. Ey! Nein. Petrit, chill. Petrit. Also wir haben eine genaue Linie, die ist hier, so. Aha, wer hat die denn bestimmt, Alter? Ja, das Grundbuch an. Petrit, jetzt chill mal, Alter. Wir scheren, wir sind ein Berg, du weißt, du bist da. Ey, Petrit, komm mal ganz kurz mit. Petrit, pass mal auf. Du weißt, dass wir jetzt zusammen... Oh, guck mal, wie mein Haus aussieht, Alter. So lieblos, überall kaputt, Alter. Ich hasse es, Mann. Mann, wer war das? Sinus. Petrit, halt deine Fresse. Fuck mich nicht ab, Mann. Ohne Witz. Leute, ihr wisst, dass ich heute Abend um 19:30 wieder streamen werde. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, du willst einfach meine Zuschauer mit am Start zu sein, Leute. Denn heute Abend... Boah, ich muss dieses Hühnchen. Darf ich das töten? Nein. Ey, warte, hör auf. Warte ganz kurz. Ich muss gerade so mit dem runterdriven, okay, Petrit? Guck zu. Hast du irgendwie eine was Störung? Was für eine Störung? Was? Du hast eine Störung, Digga. Nein, jetzt warte mal, guck mal, Petrit. Ich bring den runter ins Wasser. Guck, der arbeitet hier unten in der Batcave. Was für ein Batcave? In welchem Jerman-Film bist du, Alter? Junge, check mal bitte aus, Petrit. Hier unten ist meine Batcave. Junge, bist du Rotpiss geworden? Was für ein Batcave? Geh mal raus, Digga. Junge, hier, G-Time zieht hier ein. G-Time zieht hier ein. Hallo, G-Time zieht. Was ist das hier? G-Time zieht hier. G-Time zieht hier ein. Ja, warum baust du das dann für den? Ja, weil der Batman-Skin hat, wegen Batcave, verstehst du? Ja, ich verstehe schon, dass. Ja, ist dir doch egal, Leute. Auf jeden Fall heute Abend 19:30 Uhr, Petrit. Wir gehen heute Abend gemeinsam hin und werden diesenjenigen zur Rechenschaft ziehen, der da einfach. Müssen zwei Leute. Leute, zwei, wen noch? Letztens in meinem Stream gab es ein bisschen Stress mit Early Boy und der lässt mir einfach keine Ruhe. Och Mann, Alter, nicht schon wieder. Ey, nein, mit Early Boy will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat bei mir alles kaputt gemacht, Alter. Ja, ich weiß, deshalb. Ich habe so Angst vor dem Mann, der ist so geisteskrank, der Typ, Junge. Dem ist alles egal, Alter. Dem ist sogar egal, dass im Rewe Store gerade die Sachen fast alle ausverkauft sind und es zu jedem Produkt eine Autogrammkarte gibt. Und die Leute am besten jetzt schon schnell zuschlagen, bevor es keine handsignierten Autogrammkarten mehr gibt und ich morgen die große Merch-Aktion ankündige, die nochmal ein fettes Special oben drauf liegt. So wahnsinnig ist Early Boy, Alter. Weißt du, was ich meine, Digga? Ja, weißt du, was ich meine? Revitor.de, schaut auf jeden Fall rein, Leute, in euer Merch mit handsignierter Autogrammkarte. Skippt! Okay, Petrit, pass auf. Also, ich werde jetzt erstmal hier ein paar Stalaktiten hinbauen, so, du weißt, ne? Aber wir werden heute Abend, Petrit, hingehen und uns rächen. Digga, wir haben eine Allianz geformt, Petrit, und ich weiß... Was? Was war das denn? Junge, wir sind doch Homies, Alter. Wir wohnen auf einem Berg, wir müssen... Auf einmal. Nein, Alter. Ey, Petrit, guck, nach dem letzten Mal, wo bei dir gesprengt worden ist, haben wir uns nicht mehr ausgesprochen. Weißt du, was ich meine, so? Ja, und ich bin der Meinung, Petrit, ganz ehrlich, lass uns chillen. Lass uns jetzt wirklich mal chillen, Alter. Wir müssen mal zusammenarbeiten, Hand in Hand, Digga, jetzt ehrlich, Mann. Ich werde nichts mehr bei dir machen. Du machst nichts mehr bei mir. Du provozierst immer gerne. Ahahaha. So, ich provoziere, ey, aber du rastest es aus, Digga. Ja, schau. Wenn du provozierst, ey, ich würde sogar drüber hinweggucken. Ein Stück weit, okay? Ein Stück weit. Jetzt eskaliere ich gleich wieder, ja? Mach keine Scheiße so, Digga. Okay. Weißt du? Und ich möchte dann einfach hingehen und eine coole Nachbarschaft mit dir formen, weil ich weiß, dass das mit uns beiden gut funktionieren kann, Digga. Weißt du, was ich meine? Kann. Richtig, so. Und deshalb, Petrit. Weißt du, die Leute haben noch nie gesehen, wie wir beide Hand in Hand arbeiten. Das gab es bis jetzt noch nicht. Das muss mal kommen. So Premiere, so ein auf den. Ja, richtig, genau. Wir müssen jetzt einfach mal zeigen, Petrit, dass wir auch Homeboys sein können. Nicht nur Feinde, verstehst du? Deshalb. Ja. Und aus dem Grund müssen wir auf jeden Fall herausfinden, Petrit, wenn du weißt, welcher Hund diesen... Weißt du, wie das aussah? Das war der billigste Prank der Welt. Ich hab sogar... Erklär mal, pass auf. Ich geh so hin und sehe so ein Geschenk. Da steht dann oben, ja, bitte geh, mach's oben in der Schleife auf und ich geh so drauf und sehe die Druckplatten und step so zurück, nehm aber falsch Anlauf und geh auf die Druckplatte drauf und ich mach so irgend so ein hässliches Geräusch und alles explodiert. Weißt du, was ich meine? So, Digga. Es ist viel
kaputt gegangen? Aber du hast repariert, ich hab direkt schon repariert, aber ja, ganz ehrlich, Mann, es ist schon wieder, guck mal, es ist schon wieder ein Anschlag auf mein Eigentum und unser Eigentum, Patrick, weißt du? Ja, unser, ja. So, und deshalb, ganz ehrlich, Alter, also, ich hab oft genug gesagt, was ich davon halte, so, ne, wir müssen jetzt eigentlich, keine Ahnung, also wenn... Soll ich dir was zeigen? Was denn? Kommst du mit zum Leuchtturm? Leuchtturm? Ja. Ich wollte eigentlich jetzt die Höhle bauen. Ja, kannst du ja dann gleich machen. Ich glaube, das ist ein bisschen interessanter als deine Höhle, die du jetzt hier baust. Kannst du okay, heute aber schau mal. Genau, Leute. Also auf jeden Fall, heute Abend gibt es eine fette Höhlenbau-Action. Wir werden definitiv anfangen, die Redcap einzurichten. Ich möchte, Pette, by the way, noch eine Yacht vor mein Haus bauen und einen Unterwasser-Base. Also du bist herzlich eingeladen, immer mit mir fette Partys zu feiern. Du weißt Bescheid, mein Freund. Was hast du gesagt? Du willst was bauen? Eine Yacht und einen Unterwasser-Base. Was ist das? Eine Yacht. Was ist eine Yacht? Ein Schiff, ein privates Schiff. Was ist ein privates Schiff? Ah, Patrick, komm, hör auf, Alter. Komm jetzt hier hoch. Ja, nein, komm hier lang, hier geht schneller, komm, wenn du zum Beispiel willst, geht hier. Junge, ne, wenn du eine Yacht baust in dieser schönen, altertümlichen Stadt, ne? Junge, ich hab sogar so ein Haus. Nein, jetzt machen wir nicht wieder irgendwelche Drohungen, bitte, Patrick. Nein, es gibt keine Drohungen, du sollst einfach mal dich an ein Thema der Stadt halten. Nicht es gibt kein Thema der Stadt, Mann. Doch, es gibt ein Spring Thema. Hier runter jetzt mit mir, ich muss auch noch die Achterbahn hier wegbauen. Ja, Mann, was ist das denn hier, Alter? Ja, das muss ich doch wegmachen, chill mal, Alter, ich bin doch nicht zu nichts gekommen, weil Early Boy und so alle immer mein Haus kaputt machen, Mann. Ein auf den so Wasserfall. Und versteckte Cave und so, ne? Ja, voll der gut. Der Arm, Alter. Mehr und Frau Mann wie und Blau. Der Arme. Also. Was ist das denn hier? Warum wachsen Sackhaare von meinem Haus runter, Amenakulm? Das sind Lianen, die habe ich platziert. Boah, du weil, Nervensäge, Alter. Weil die was? Das, ja, weil es. Weil was? Ja, also, halt's Maul. Was willst du mir komm, zeigen, Patrick? Was willst du mir zeigen? Ja, ich habe was versteckt am Leuchtturm. Okay. Keine Sorge. Der ist so hässlich, oder? Ich habe den nicht gebaut. Den hat Mo gebaut. Ich hasse Mo. Und den Mo hat auch aus Google Bilder, also keine Ahnung. Ja, geil, Alter. Wie dem auch sei, ich habe jetzt kein Prank. Du musst jetzt nicht so denken, oh, gleich wird was passieren. Okay, gleich Titel. Nee, das brauchst du gar nicht denken. Nee, alles gut. Aber. Aber heute wird eine. Also, ich habe was von niemandem. Außer diese Person hat das gefunden, aber das kann nicht sein, weil ich das mit Black Screen versteckt habe. Okay. Aber jetzt natürlich wissen das die Leute, aber es ist kein Problem. Und lass mal hier reingehen. So, das müsste eigentlich hier unten sein. Na komm. Ja, okay, es ist noch anscheinend da. Guck da rein. So. Halt's Maul! nimm nichts, ne? Bevor du gleich kommst. Entspann dich. Woher? Was? Also, geh mal hoch, bevor du hier irgendwie so eine Rente bekommst. Oh Gott, Patrick. Woher? Als ich vorgestern gestreamt habe, ist mir Early Boy richtig auf den Sack gegangen. Ne? Also er ist mir richtig auf die Nüsse gegangen. Und dann habe ich einfach, der hat so eine Kiste gehabt mit diesen Sachen. Das sind so seine Backup-Rüstungen. Und habe einfach alles genommen und beschlagnahmt, weil der muss ein bisschen lernen. Junge, ist über Katzen, Alter. Ich will die umbringen. Ich hasse diese Katzen. Wie bist du so schnell zu den Katzen von Mo gekommen? Ja, hier durch den Aufzug. Ach, der ist oben. Naja, wie dem auch sei, also heute habe ich mir gedacht, eigentlich wollte ich Early Boy, die Rüstung wieder zurückgeben. Aber? Weil ich die einfach nur genommen habe, damit er ein bisschen lernt, so. Aber, wenn ich mir das recht überlege, der Typ, der wird es nie lernen. Weil, den gibst du die Sachen zurück, der springt wieder ohne Grund. Weißt du, wenn ich gesprengt habe, da gab es einen Grund dazu. So. Ist so. Guck bei mir, was er gemacht hat. Ja, ich weiß, Digga. Dieser Geisteskranke, manchmal die Gründe nicht so krass waren, es gab Gründe. Ja, aber bei Early Boy, da gibt es keine Gründe. Ja, so true, einfach true, so, true. Da werden die Sachen auf jeden Fall, ich werde die später in 2-3 Stunden, werde ich die Position ändern. Ja, du musst es gleich ändern, bevor das Video online ist, ne? Ja, dann mache ich gleich, wenn ich später meine Folge aufnehme. Ich habe eine Alma-Community, Petzen bei Early Boy. Early Boy ist auch Alma. Leute, ich kenne euch ganz genau, Mann. Ich kenne euch so gut, dass ihr jetzt alle auf den Rebensdorf.de geht und euch auf jeden Fall mal neuen Merch reinzieht, Leute. Der ja, wie gesagt, fast ausverkauft ist, also gönnt euch auf jeden Fall mal. Bevor alles weg ist. Schmeckt! Okay, Patrick, pass auf. Also, heute Abend gemeinsam. Wir stellen Early Boy zur Rechenschaft, weil ich habe mich bei dem noch nicht gerecht. Du weißt, er hat mein ganzes Haus gesprengt. Patrick, du bist Bruder, oder? Ja, ich bin Bruder, Habibi. Pass auf, Patrick. Ich möchte, dass du heute Abend hingehst und Early Boy mit der Rüstung erpresst. Er soll mein Haus reparieren. Early Boy soll heute Abend mein Haus reparieren. Er soll dienen. Er soll unser Sklave sein. Und dann, zwingen wir ihn dazu, diese Person, die diesen anderen TNT-Prank bei uns gemacht hat, richtig zu zerstören. Weißt du, was ich meine? Die Sache ist, die andere Stadt quasi, wenn da jemand Fax macht, also ich hab's noch nicht 3 Wither-Köpfe, aber ich hab schon mal 2 Stück, ne, irgendwann, ne, im Laufe dieses Projekts, ich werde in einem Haus einen Wither spawnen, ist mir so egal. In meinem? Nein, nicht in deinem. Bei der anderen, wenn ich in deinem spawn, dann ist die ganze Utopia kaputt, Alter. In der anderen Stadt, wenn da jemand so ein Early Boy wieder so richtig übertreibt, wenn er wieder so Kasper-Moves macht, weißt du? Ja, so dein Haus und mein Haus komplett den Erdbogen gleich macht, dann spawn ich da in einer anderen Stadt.
ausstatten würde, ist mir so egal. Ey, nein, call mal bitte nicht. Der macht das, Der hat bei mir schon so viel kaputt gemacht, Patrick. Ich kann nicht noch mehr Schäden einbüßen. Ja, aber wenn er das macht, Digga, dann... Ey, Patrick, ich komme jeden Tag auf den Server. Jeden verdammten Tag komme ich auf den Server. Dena, der Autist, nimmt mir einfach meine Sachen weg, während ich AFK bin. Und ich krieg dafür Hate, Alter. Ich krieg dafür Dislikes, weißt du, weil seine Community sagt, du hast dein Haus gesprengt. Und ich denke mir so, ja, aber er hat dafür das kaputt gemacht, wofür ich 20 Jahre gearbeitet habe. Einfach so, obwohl ich offscreen, ich war AFK, Alter. Ich war in der Farm, Junge. Weißt du, was ich meine? Gesehen. Ja, Junge, ich bin froh, unreif, Alter. Ja, ich bin froh, dass meine Community so Hintermänner sind. Ja, ich bin froh, dass Denas Community so reif sind, Alter. Korrekte Leute auf jeden Fall. Kann man feiern. Muss man feiern. Und dann ja, noch so ein Felix, der schreibt, du brauchst einen Psychologen. Ja, komm, Felix. Piss dich am Monaco. Leute, ich will jetzt hier nicht haten. Alles gut. Ist ja auch persönlich. Schaut mal, das muss ich nochmal sagen, so ganz wichtig. Leute denken immer so, Minecraft-Beef ist real Beef. Nein, Leute. Ey, wenn wir in Minecraft-Streit haben, ja klar, dann chillen wir ja trotzdem noch zusammen. Also ist ja nicht so, als würden wir dann wirklich... Naja, wir chillen schon, aber ich hasse... Also wenn ich ausraste, dann hasse ich diese Person dann für den Moment schon. Ja, gut, also, aber du bist auch ein geisteskranker Victor, Alter. Du hast auch Probleme, Patrick. Weißt du, Digga, halt dein Maul. Ich hab mir letztens Crafting 4 Videos angeguckt. Ne, Junge, wie du manchmal ausgerastet bist. Ich hab da rausgehört, Digga, wie du einfach richtig wütend warst, ne? Ja, natürlich ist man wütend, aber man hasst die echt... Person ja nicht im echten Leben. Ist ja auch egal, Leute. Nee, ist ja das egal. Hab ich auch nicht gesagt. Petret, ich möchte jetzt wissen, wer das gewesen ist bei mir im Haus, Alter. Wer das da gesprengt hat bei uns. Ich war letzten Tage Leute, noch reparieren, das, Alter. War, ja, same, Alter. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Wir fangen die Tage auch an mit unserer Unterwasserbase und der Yacht und allem drum und dran. Checkt auf jeden Fall Petrets Kanal aus heute Abend 19:30 Uhr. Gibt es, wie gesagt, einen fetten Stream. Und es wird Action geben mit Early Boy. Vertraut mir, Leute. Petret hat was geplant und ich habe auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein kleines Druckinstrument gegen ihn. Und Early Boy wird heute Abend auf jeden Fall mal gut reparieren kommen. In diesem Sinne, meine Freunde. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Checkt auf jeden Fall an revisor.de aus. Es gibt krankesten Merch überhaupt, Leute. Und schaut auf jeden Fall mit Patrick vorbei. Das war's. Wir sehen uns heute Abend um 19:30 Uhr, wenn es dann wieder heißt Craft Attack und noch ein bisschen Destiny afterwards. Macht's gut. Bis dann, meine Freunde. Auf Wiedersehen. Tschüss.